So, ihr Lieben, der Hunter war unterwegs. Das ganze Auto ist voll. Das zweite Auto ist auch noch voll. Hallo, liebe Community, hier ist wieder euer Gunnar vom Sound Service. Heute sind wir bei mir im Lager und ihr habt ja gerade eben im Intro gesehen, ich habe einen großen Posten aufgekauft. Das war da direkt vor Ort. Und ich würde euch jetzt zeigen, um was es geht. Es ist nämlich ein riesengroßes Jazz-Archiv und ich schulde euch ja davon die Bilder und ich habe euch versprochen, dass wir da mal reinschauen. Das, genau das machen wir jetzt. Also Freunde, legen wir los. Also Freunde, legen wir los. Und zwar, wir senden ja hier direkt aus dem Plattenbunker. Dem Plattenbunker. Nehmen wir mal das erste Schallplattenalbum. Und das ist wirklich ganz nett gemacht. Da hat der sich auch mal echt Mühe gemacht. Ihr habt ja gesehen, in diesem Schrank, wo die drin steckten, waren diese ganzen Alben. Und diese ganzen Alben sind natürlich vollgepresst mit Schallplatten. Und er hat dann immer auch hier die so archiviert. Und da stehen Namen drauf. Ich habe das mal ganz kurz so ein bisschen reingelenzt gehabt. Also Charlie Parker steht jetzt hier drauf, da war auf jeden Fall auch ein bisschen Charlie Parker drin. Ich würde sagen, wir schauen jetzt in das erste Album gleich mal rein. Und sorry für die Lichtverhältnisse hier. Die sind natürlich nicht wirklich gut, cool, aber wir machen das jetzt wirklich so mehr oder weniger als Live-Folge hier gerade direkt im Lager. Also ich weiß ja auch nicht so richtig, was in den Alben drin ist. Ich mache das jetzt mit euch, das ist jetzt spannend, nämlich überrascht genauso wie euch auch jetzt hier auf der Folge. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. So, wir haben Charlie Parker hier. Ja. So, dann haben wir nochmal Charlie Parker. So. Ich hole die jetzt immer raus, damit ihr die auch gut sehen können. Nochmal Charlie Parker, The World of Charlie Parker. Charlie Parker. Live at the Apollo Carnegie Hall. So, dann haben wir hier Ben Webster. Pressung aus dem Jahre 89 ist es. Hier haben wir Ben Webster von der Jazz Anthology. Ben Webster mit Coleman Hawkins und Clark Terry. Wenn ich sie rausbekomme, bitteschön. Kommt im Gatefold. Nochmal Ben Webster. Ja, ich denke, diese Jazz-Serie kennt ihr? Die ist eigentlich gar nicht schlecht. Die bekommt ihr für einen kleinen schmalen Taler immer. Ja, kostet so zwischen 3 und 4 € meistens. Wenn ihr ganz kurz Glück habt, habt das vielleicht auch mal eine 2,50 € Kiste. Dafür ist die Serie ganz cool. So, hier haben wir Don Byers, wenn ich es richtig ausspreche, mit Al Garner zusammen. Genau. Ja, ist auch von der Jazz Anthology, hat man erfunden. Jetzt kommt was Schönes und zwar Bellaphon Prestige, Sonny Rollins Jazz Classics und Art Blakey am Schlagzeug. Art Blakey am Schlagzeug hat ja auch viel für MPS Label aufgenommen gehabt. Und dann haben wir Sonny Rollins, das ist hier die Blue Note Reissue Serie, Gatefold Cover. Und nochmal Sonny Rollins, auch Jazz Anthology. So, damit haben wir das erste Album. Und dann machen wir auch gleich das zweite. Schauen wir mal rein. Lionel Hampton. Hier haben wir Best Recordings. Das ist die Volume 23. Hier haben wir die Volume 28. Ja, das ist diese Black-White-Samplerei. Hier,
Seht das hier. Und hier. Genau. Lionel Hampton. Stepping out. Ja, hier ist jetzt ein bisschen was weniger Schönes. Da hat man wohl mal das Bild ausgeschnitten. Ja, das ist jetzt so noch eine Platte zum Verschenken. Das ist Cap Colorway, auch Black and White Series. Und das genauso, allerdings ohne Cover, ist aber eine Weißpressung, also Musterpressung. Hier nochmal von auch Jazz Serie, das ist die von CBS. So wie ich finde, jetzt nochmal ein kleines Highlight jetzt schon mal. Wes Montgomery, die Fusion. Riverside. Das ist ein schönes Stück. Und dann haben wir nochmal Wes Montgomery. Auch auf Riverside. Nochmal Wes Montgomery auf Riverside. Stereophonic. Das sind jetzt ganz nette Platten hier. Andrew Sisters kommen hier noch. Und die Mills Brothers. Dann schauen wir uns mal das nächste Album an. Oh, jetzt kommt jemand, den ich auch sehr gut finde, nämlich Stan Getz. Marrakesch Express. Ja, das ist nett. Verve Records, Stan Getz, Focus. Kommt im Gatefold Cover. Es fühlt sich auch wieder super gut an. Es sind halt hier die alten Cover. Das merkt man gleich, dass es keine deutsche Pressung ist. Ja, das ist sehr schön gemacht. The Verve High Fidelity. Und dann haben wir hier auf Fantasy High Fidelity auch nochmal Stan Getz. Das ist eine deutsche Pressung, da war Zyx, hatte dann da die Rechte für. Ja, hier kommt Jazz Sambal, Stan Getz und Charlie Bird. Die kennt ihr ja. Ist auch so ein Jazz Meilenstein. Auch auf Verve Records. Das ist eine gute Samplerei. Die habe ich selber in meiner Sammlung auch. Die kenne ich. Das ist die Jazz Samba. Auch auf Verve. Die ist ganz nett. Tja, so passiert es dann auch mal. Hier ist eine Paul Desmond. Aber leider nur Leercover. Also ihr seht, wie gesagt, ich mache das hier tatsächlich quasi live. Haben wir hier Paul Gonsalves und Johnny Hooch. Das ist auch wieder diese Black and White Jazz-Serie. Gary Mulligan. Gary Mulligan. Jo, und dann haben wir hier Django, The Modern Jazz Quartet mit Milt Jackson, Kenny Clark an den Drums. Das ist, kommt auf Prestige Records. Schöne Sache. Und hier haben wir noch Herbie Mann. Auch sehr schön. Kommt im Gatefold Cover, Gimmick Cover, diesem Sichtfenster. Das ist auch eine sehr schöne Platte, wie ich finde. Und jetzt kommt nochmal was Schönes auf Fantasy Records, High Fidelity. Charles Mingus, Live at the Jazz Workshop, featuring John Handy. Das ist auch ganz nett. So, ein Album habe ich mir jetzt noch vorbereitet. Und dann hole ich mir gleich die nächsten. So, hier haben wir Albert Mangelsdorf. Deutsche Jazz-Elite, Albert Mangelsdorf, ja auch ganz viel gemacht für das MPS-Studio hier im Schwarzwald, hier in meiner Heimatstadt in Villingen. Joachim Kühn genauso,
auch riesiger MPS-Künstler. Die kommt jetzt aber auf Atlantic. Nochmal der Joachim Kühn auf Atlantic. Highlight: Barbara Dennerlein, super Pianistin. Ja, sehr schön. Hat einen deutschen Schallplattenpreis mal bekommen. Hat hier leider eine kleine Beschriftung. Wahrscheinlich hat sich einer da vermerkt, so die Titel. Aber sonst natürlich Top-Zustand. Barbara Dennerlein, sehr schön. Klaus Schulze haben wir hier. Auf Brain. The United Jazz Rock Ensemble. Das ist mit Wolfgang Dauner. Und Wolfgang Dauner ja auch, ihr wisst ja, der hat auch viel so Jazz-Rock gemacht. Und eben auch fürs MPS-Studio. Ja, original In-Sleeves sind drin. Auf Moods Records. Moods Records hat er auch viel 2001 verlagt damals. Ja, ist eine tolle Platte. United Jazz Rock Ensemble. Ich selber schon live gesehen. Eben wegen Wolfgang Dauner. Ist eine coole Geschichte. Da haben wir die gleich nochmal. Und nochmal eine. Und dann haben wir von denen noch eine. Live im Schützenhaus war das. Und hier haben wir den Downer dann quasi solo. Und zwar solo Piano, auch auf Moods Records. Und hier haben wir auch Wolfgang Downer solo, auch auf Moods Records. Das sind schöne Jazzscheiben, ganz klar. Also Piano Jazz, Wolfgang Downer, top. Und hier haben wir noch Modern String Quartet. Die spielen auf der Scheibe Duke Ellington. Ist auch Moods Records. So, das war das Album. Ich hole mal schnell neue und dann geht's gleich weiter. Ich habe euch nochmal ein paar Alben hier rausgesucht und das erste hier verspricht brutal vieles. Nämlich, da steht Miles Davis drauf auf dem Sticker. Bin mal gespannt, wie viel Miles Davis wirklich drin ist und was für Pressungen. Und wie gesagt, wir senden ja heute hier aus meinem Lager, quasi aus dem Plattenbunker. Und deshalb muss ich es nochmal sagen, sorry für die Lichtverhältnisse, aber wir sind hier quasi live mit euch und gehen diesen Bestand dieses Jazz-Archivs einfach durch. Machen wir mal auf, dieses schöne blaue Mappe. Und jawohl, Miles Davis ist drin. Wir haben hier CBS und zwar Miles Davis Greatest Hits. Es geht weiter. Miles Davis mit John Coltrane. Prestige, das ist schon mal eine schöne hier. Steaming. Und zwar, wie kriegen wir das jetzt rein? Da muss ich mal ein bisschen näher in die Kamera kommen. Hat leider eine Track-Beschriftung, aber ihr seht ja hier Prestige Records im Vertrieb der MPS Records. Villingen, Schwarzwald, also meine Heimatstadt. Ihr wisst ja, MPS Records, das Tonstudio, wovon ich immer so viel rede, ist das Prestige Records. Waren ja die Amerikaner und MPS quasi hier im Schwarzwald war der Vertrieb für die amerikanischen Pressungen. Deshalb gab es dann auch Miles Davis Sachen auf Prestige hier in Deutschland und vertrieben worden genau hier vom Schwarzwald. Schönes Album, natürlich mit John Coltrane, ist ein Hammer, Leute. So, ich hoffe, die Kamera konnte das ganz gut einfangen. Dann haben wir Miles Davis Sextet, das ist die Volume 1. Kommt auf CBS. Miles Davis All-Star Walking ist auf Prestige. Das ist dann neueres Prestige. Das hat dann nichts mehr mit dem MPS-Vertrieb zu tun. Hier haben wir Miles Davis, Beck's Groove. Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Kenny Clarke am Schlagzeug, Talisson Monk am Piano, Milt Jackson an den Vibes. Ja, Miles Davis an der Trompete, ihr wisst das. Und Percy Heath am Bass. Coole Geschichte. Hier haben wir nochmal auf Prestige Miles Davis Quintet. Die Relaxing with Miles Davis Quintet. Da haben wir hier Jazz Solins, Professionell and Pretty. Dear Heart and Other Ferrets, Living Jazz. Ja, ist Stereo. RCA Label, aber deutsche Pressung, steht Made in Germany drauf. Und Dizzy Gillespie.
Jay and Kai. Und hier haben wir nochmal Archive of Jazz. Das ist die Volume 5. Na, komm da raus. Jetzt. Maxi Spanier. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Den Kerl kenne ich noch nicht an der Trompete. So, Fats Navarro. Memorials. Featuring Bud Powell, Kenny Clark. Da geht es auch wieder ganz gut ab. Jazzkenner wissen natürlich, wen ich gerade aufgezählt habe. Und hier haben wir nochmal eine. Das ist dann auch wieder die Plex-Serie. Jazz-Serie. Da sind ein paar drin. Ja, für einen kleinen Preis kann man sich da eine kleine Complication zusammen machen. Gehen wir mal zum nächsten Album. War ja ordentlich Miles Davis dabei. Mal schauen, was steht da drauf. Tedeschen Monk steht drauf. Das ist natürlich Hammer. Illinois Monk with John Coltrane. Das ist auch wieder sehr nice. Sehr, sehr schön. Riverside Records. Jo, hier eine Greatest Hits. Tedeschen Monk für etwas kleineren Preis. CBS. Hier haben wir Monk spielt Duke Ellington. Ah, die sitzen manchmal sehr satt da drin. Na, komm da raus. Boah, ich krieg's nicht raus. Krieg's raus. Boah. So Leute, für euch zu Hause auf dem Sofa. So solltet ihr nicht mit den Schallplatten umgehen. Ich krieg's wirklich nicht raus. Ja. Okay, ich sehe schon. Da muss man härtere Methoden anwenden. Ah. Aufnahme läuft. So, dann haben wir Tennis Monk. CBS. Criss Cross. Auch ein cooles Cover. So, dann haben wir This is Al Garner. Das ist Gatefold Cover hier. Und dann haben wir historische Aufnahmen, First Recordings, 44 von Al Garner. Das ist wieder die Jazz Anthology Reihe. Nochmal Al Garner. Stereo Fontana, die haben eigentlich immer einen ganz guten Klang. One World Concert of Al Garner. Zeige ich euch mal ganz kurz die Rückseite, auch immer ganz nett. Fand ich immer, wenn so der Labelkatalog hinten drauf gedruckt war. Fand ich immer super. So, Capitol Jazz Classics Reihe, das ist die Volume 14. Und dann haben wir noch Jimmy mit Piano Solos. La Storia del Jazz. Das ist, welches Label ist das? Ist Milano, aber Label steht so nicht drauf. Das sind, ach so, hier natürlich, Joker. Joker Label, kennt ihr, italienisches Label. Sind zum Teil gefragt, Joker Sachen. Aber ja, hier so eine Best of. So. Das war jetzt dieses Album. Übrigens, wenn ihr Bock habt auf solche Plattenalben, ich habe wirklich gefühlte 100 Stück jetzt hier. Ich werde die natürlich alle leer räumen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Gebe ich natürlich ab. Und dann kommen wir zum nächsten. Mal schauen, was hier draufsteht. Benny Goodman, okay. Es kommt wohl ein Album nur mit Benny Goodman Platten. Zu der Geschichte, ich wurde zu einem Haushalt gerufen, es ist ein älterer Herr gewesen, jetzt kommt das Traurige dabei, das war ein Stammkunde von mir, der ist leider verstorben, deshalb haben die Leute mich gerufen gehabt und gefragt gehabt, ob ich nicht das ganze Archiv kaufen würde. Ich kannte da ja auch ein paar Sachen davon
Und natürlich, der ist auch in dem Alter gewesen, da ist natürlich Benny Goodman die Zeit von ihm gewesen. Ja. Deshalb haben wir hier ein ganzes Album Benny Goodman. Und hier haben wir Benny Goodman, King of Swing. Nochmal Benny Goodman. Benny Goodman, this is Benny Goodman. All time greatest hits, Benny Goodman. Benny Goodman, cooles Gatefold Cover. Benny Goodman, King of Swing. Greatest Hits, 29 bis 33, Benny Goodman. Benny Goodman. Das ist hier auch wieder diese Black and White Serie. Kommt aber hier im Gatefold. Nochmal Benny Goodman. Carnegie Hall Jazz Konzert. Legendär natürlich. Swing, Swing, Swing. Benny Goodman and his Orchester. Da ist Gene Krupa zum Beispiel dabei. Lionel Hampton dabei. Harry James. Natürlich auch wieder Elite. So, da haben wir nochmal Benny Goodman. Das müsste hier wieder das italienische Label sein. Genau so ist es auf Joker. Und genau richtig. Jetzt kommt nochmal Benny Goodman. Die letzte hier von dem Album. Archive of Jazz. Benny Goodman. So, damit haben wir das Album durch. Und jetzt haben wir noch eine Mappe. Schauen wir mal, was wir hier haben. Fletcher Henderson erwartet uns hier wahrscheinlich. So ist es. Hier haben wir nochmal die gleiche Archive of Jazz Reihe, aber mit Fletcher Henderson. Nochmal der gute Henderson. Da ist der Louis Armstrong dazwischen, auch auf dem Archiv. Tja, hier haben wir wieder eine, wo das Bild ausgeschnitten ist. Das finde ich ja wirklich abgefahren. Da hat da einer sich feinsäuberlich wohl die Plattencover hier ausgeschnitten und die hingen wahrscheinlich. Also ja, das ist halt, sowas ist noch zum Verschenken da, zum Hören da. Aber ist ja okay, wenn da ein, zwei Platten so dabei sind. Fletcher Henderson nochmal auf Parlophone. Das müsste jetzt wieder Joker sein, Label, genau, auf Joker. Fletcher Henderson 1934, Mono. Und hier haben wir Fletcher Henderson Orchestra. Das ist so ein bisschen ja, die Biografie. Deshalb Biograph Label. Genau, Biograph Records, so rum. Dann nochmal Black and White Label, Fletcher Henderson RCA. Fletcher Henderson and Sextet, das ist New York, Dezember 1950. Nochmal Black and White. Series, Volume 73, Fletcher Henderson. Und hier haben wir. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ist nicht Fletcher Henderson, sondern Merker Ellington and his Orchestra. Black and Tan Fantastic. MCA Records. So, meine Guten, jetzt haben wir das Album auch durch. Und ich würde sagen, für heute war es das erstmal von diesem Jazz-Archiv. Bleibt natürlich weiterhin dran auf diesem Kanal, abonniert diesen Kanal, dass ihr schön auf dem Laufenden seid. Schaut auch mal rein in die fantastische Facebook-Gruppe Schallplattenbörse und Vinylkultur. Dort finden ständig Live-Events statt, Themenwochen statt, es finden Live-Sales statt. Wir machen da sehr großen Austausch, die Community steht. Viele sind ja auch ein paar die gleichen Leute quasi, wo hier in dem YouTube-Channel sind, sind auch dort in der Facebook-Gruppe. Also unbedingt vernetzt euch, ich blende das jetzt hier auch nochmal ein, diesen Link quasi dazu. Und sonst wünsche ich euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei Folge 2 aus dem Lager vom Jazzarchiv. Ciao!